Christian Dürr. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns erreichen gerade in diesen Tagen aus Bayern und Baden-Württemberg sehr bedrückte Bilder, wo mehrere Menschen im Hochwasser ums Leben gekommen sind, darunter ein Feuerwehrmann. Mein Dank und der Dank des ganzen Hauses, da bin ich sicher, gilt allen Einsatzkräften, allen Ehrenamtlichen, allen freiwilligen Helfern, die ihr Leben riskieren, um andere Menschen zu retten. Denn ihr Einsatz ist nicht selbstverständlich. Herzlichen Dank für das, was Sie tun in Bayern und Baden-Württemberg. Klar ist für uns, für die betroffenen Bundesländer, für den Bund, dass wir an der Seite derjenigen stehen, die zurzeit in dieser schwierigen Situation sind. Und richtig ist auch das, was der Bundeskanzler gerade sagte in Bezug auf die Versicherungsmöglichkeit, die jedem gewährleistet werden sollte. Und ich füge eines hinzu, weil es wichtig ist und auch entgegen dessen steht, was die Vorgängerin hier gerade gesagt hat. Der Bund leistet seinen Beitrag auch für das, was wichtig ist, nämlich den vorbeugenden Hochwasserschutz. Als Niedersachse kann ich dazu aus Erfahrung einiges sagen. Wir haben in den 2000er Jahren intensiv genau in diesen vorbeugenden Hochwasserschutz investiert. Und meine Erwartungshaltung ist, dass wir uns eines klar machen. Wir können Starkregenereignisse und Hochwasser nicht verhindern, aber durch vorbeugenden Hochwasserschutz können wir existenziell dazu beitragen, dass die Auswirkungen nicht so dramatisch sind. Das ist unsere gemeinsame Pflicht von Bund und Ländern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben, Frau Präsidentin, gestern hier im Deutschen Bundestag eine Schweigeminute abgehalten. Am vergangenen Freitag ist in Mannheim ein junger Polizist im Einsatz für unsere Sicherheit ums Leben gekommen. Aber er ist nicht einfach nur ums Leben gekommen. Ruven L. ist brutal ermordet worden. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, bei seinen Freunden, bei seinen Kollegen und Kollegen, die ihn als engagierten Polizisten bezeichnen, der dahin ging, wo es brennt. Ruven L. ist für unsere Freiheit gestorben. Er ist in diesen Tagen ein wahrer Held. Wir verneigen uns vor Ruven L., meine Damen und Herren. Und gleichzeitig richten sich unsere Augen als verantwortliche Politiker auch auf die Ursachen. Der Täter, der Mörder, ist 2013 als Asylbewerber zu uns nach Deutschland gekommen. Bereits im Jahr 2014 wurde sein Asylantrag abgelehnt. Es ist jahrelang nicht gelungen, ihm in seine afghanische Heimat abzuschieben. Es gibt Anzeichen dafür, dass er sich in der Vergangenheit zunehmend radikalisiert hat. Verehrter Herr Kollege Merz, Sie haben viele richtige Worte hier gefunden, auch dazu, was der Bundeskanzler sagte, welche Konsequenzen wir hier ziehen. Ich komme darauf gleich noch einmal zu sprechen. Aber das Problem liegt ja nicht in einem Staatsangehörigkeitsrecht. Das Problem liegt darin, dass in der Vergangenheit, insbesondere als es politisch noch leichter möglich war, nach Afghanistan nicht abgeschoben worden ist. Islamisten haben in Deutschland nichts zu suchen. Sie müssen unser Land verlassen. Das ist die Pflicht und Schuldigkeit von verantwortlichen Politikern heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sehen ja, spätestens seit dem 7. Oktober, seit dem furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel, dass es immer wieder und immer öfter zu abscheulichen öffentlichen Szenen und antisemitischen Vorfällen in Deutschland kommt. Jüdinnen und Juden fühlen sich teilweise nicht mehr sicher. Teilweise verlassen einige das Land aus Angst. Das erfüllt mich zutiefst mit Schande. Es beschämt mich, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich auch an der Stelle sehr eindeutig, es war eine richtige Entscheidung dieser Koalition, das Staatsangehörigkeitsrecht, das Recht deutscher Staatsbürger zu werden, daran zu knüpfen, dass man kein Antisemit sein kann. Antisemiten gehören nicht nach Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie sollten unser Land am besten direkt verlassen. Ich sage das in der Deutlichkeit und Härte. Wenn Hass und Gewalt ansteigen, dann ist es unsere Pflicht, genau diese Ursachen zu bekämpfen. Und zu diesen Entscheidungen gehört auch, dass wir entschlossener handeln müssen. Der Bundeskanzler hat es vorhin gesagt, gemeinsam mit den Verländern. Ja, ich erwarte auch,
Das Verbot islamistischer Vereine wie des Islamischen Zentrums in Hamburg und seine Schließung, das sollte so schnell wie möglich geschehen. Wir müssen gegen antisemitische Hetze in den sozialen Medien vorgehen. TikTok wird als Beispiel genannt. Das muss verfolgt und geahndet werden. Antisemitische Demonstrationen müssen untersagt werden, und sie müssen aufgelöst werden, meine Damen und Herren. Das ist die Pflicht und Schuldigkeit aller rechtsstaatlichen Behörden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Bundeskanzler hat es vorhin erwähnt, und ich teile das gerade als Konsequenz dessen, was wir schrecklicherweise in den letzten Tagen erlebt haben. Die Abschiebung islamistischer Straftäter nach Afghanistan und Syrien muss ermöglicht werden. Ich sage das in der klaren und Deutlichkeit. Wer hier bei uns islamistisch motivierte Straftaten begeht, von Volksverhetzung und Judenhass bis hin zu schweren Gewalt- und Tötungsdelikten, bedarf offenkundig keines Schutzes vor islamistischen Regimen, liebe Kolleginnen und Kollegen, um das auch in aller Deutlichkeit zu sagen. Und deswegen werden wir auch den Weg der Kontrolle weitergehen. Wir haben entschieden, temporäre Kontrollen an den Binnengrenzen durchzuführen. Die Reduzierung der Pull-Faktoren, die Asylbewerber, die Wartezeit in Bezug auf sogenannte Analogleistung haben wir von 18 auf 36 Monate verlängert. Wir haben die Länder davon überzeugt, die Bezahlkarte einzuführen. Migrationsabkommen werden beschlossen. Speziell für Intensivstraftäter und Straftäter mit antisemitischem Hintergrund wird die Ausweisung erleichtert. Wir haben ein Rückführungspaket geschlossen. Und wir müssen weitere Schritte gehen. Und das will ich zum Schluss sagen. Wichtige Weichen werden an der Stelle auch auf europäischer Ebene gelegt. Die gemeinsame Asylpolitik ist ein erster wichtiger und richtiger Schritt. Aber ich sage auch, das Europarecht verpflichtet uns, über das Asylrecht und die Genfer Flüchtlingskonvention hinaus derzeit subsidiären Schutz zu gewährleisten. Die Gruppe der subsidiär Schutzberechtigten ist schon lange nicht mehr nur subsidiär, sondern sie bildet in Deutschland die mit Abstand größte Gruppe. Deshalb erwarte ich auch auf europäischer Ebene von der kommenden Europäischen Kommission einen Vorschlag zu machen, wie das Recht auf subsidiären Schutz auf ein angemessenes Maß reduziert werden kann. Ich will es zusammenfassen. Die Gewährleistung von innerer und äußerer Sicherheit, sie ist die Kernaufgabe dieses Staates, und sie sollte uns ein gemeinsames Anliegen sein. Ich danke Ihnen. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Lars Klingbeil.